Frau Fischer, endlich wieder mal durchgespielt und gerade noch in so einem harten Match. Wie hat sich das angefühlt? Ja, es war einfach wieder mal schön, das ganze Spiel zu spielen. Es war ein haperiges Spiel. Aber schlussendlich haben wir verdient gewonnen, würde ich sagen. Und kommen mit diesen drei Punkten heim. Das ist recht überraschend. Das letzte Mal, als er gegen Basel gespielt hat, gewinnen wir 5-0 recht locker daheim. Heute ist das so eng. Basel mag mit euch mithalten. Das hat aber sicher nicht mit den Wechseln zu tun, die ihr im Team gemacht habt, oder? Ja, wir dürfen nicht vergessen, Basel ist ein Gegner. Das sind 11 Spielerinnen auf dem Feld, die dagegen heben, die gegen uns ein gutes Spiel zeigen wollen. Und das ist ihnen heute definitiv gelungen. Sie haben gut mitgespielt. Von dem her ja, ist es sicher kein einfaches Spiel gewesen. Aber wir haben probiert. Unsere Goal zu schiessen ist uns dann auch gelungen, halt durch Standards. Aber ja, nein, wir können zufrieden sein sonst. Normalerweise gratuliere ich Ihnen zu dieser Zeit schon zum Meistertitel dieses Jahr. Gibt es noch einen Ausreißer, das ist Lugano. Wie viel Angst hat man von dem Team, das drei Punkte hinter einem steht? Ich würde jetzt mal sagen, die Saison ist noch sehr lang. Vom Meistertitel ist noch keine Rede. Wir nehmen Spiel für Spiel. Es sind sehr gute Gegner dabei. Natürlich Lugano, Basel, das sind alle sehr gute Teams. Aber wir nehmen für Spiel und geben jedes Spiel unser Bestes. Reden wir noch schnell von der Jana Fischer persönlich. Nicht nur gratulieren zum Geburtstag letzte Woche, sondern auch... Es ist eine neue Situation für Sie. Plötzlich sind Sie nicht mehr gesetzt in diesem Team. Wie fühlt sich das für so eine erfahrene und so eine gute Spielerin an? Das ist eine Entscheidung vom Trainer. Ich stehe völlig dahinter. Ich meine, Malin Gut, die jetzt meine Position übernommen hat, das ist, sie macht das sehr gut und da unterstütze ich auch sehr. Wenn ich zu meinem Einsatz komme, werde ich sicher mein Bestes geben. Und ja, wie gesagt, schlussendlich entscheidet der Trainer, welche Elf aufs Feld gehen. Und da kann ich jetzt nicht gross etwas machen. Aber wie gesagt, hinter diesen Entscheid stehe ich voll und ganz und unterstütze dann auch von der Seitenlinie aus. Einsätze haben Sie ja zum Beispiel in der Champions League gehabt jetzt. Wie hat sich das in Bayern angefühlt? Ich habe irgendwie das Gefühl bekommen, ihr hättet mehr können aus diesem Match rausholen. Wie haben Sie das gesehen? Ja, es ist Bayern München. Klar, wir spielen eigentlich jedes Jahr gegen sie, haben Testspiel. Von dem her wissen wir eigentlich, wie wir spielen. Aber ja, man darf nicht vergessen, es sind Profis und wir haben das Bestmögliche daraus rausgeholt. Hat nicht gelangt, es war 3-0 gewesen und schlussendlich muss man sagen, dass es ein verdienter Sieg für Bayern war, die beiden Spiele. Dass ich nur die 20 Minuten reinhaben konnte, war natürlich super gewesen. Ich habe mich sehr gefreut und habe noch probiert, die Mannschaft zu unterstützen in den letzten paar Minuten. Danke vielmals. Frau Buser, heute gegen Zürich, das 3-2, das fühlt sich ein bisschen bitter an, nehme ich an, oder? Ja, ich würde schon sagen, dass es natürlich extrem schade ist für unser Team, weil wir eine gute Leistung zeigt. Und so nah dran an Zürich sind wir schon lange nicht mehr wie heute. Und von dem her ist es schon ein bisschen Enttäuschung für das ganze Team. Sie persönlich haben das Goal schiessen. Es fühlt sich sicher immer gut an. Aber irgendwo durch hat es knapp nicht gelangt, dass ihr die letzten Bälle jeweils zu innen durchspielen könnt, dass es den letzten Abschluss gibt. An was hat es gehapert heute? Ja, ich würde sagen, das Spiel hätte ja auch genauso gut auf unsere Seite fallen können. Dass wir das 3-2 bekommen, das war halt ein blöder Fehler von uns auch, weil wir wissen, dass die AB stark ist bei den Eckbällen und dass wir sie nicht mit 2 zugestellt haben. Das ist halt einfach nicht die richtige Entscheidung in diesem Moment. Sie sind ja jetzt eine von diesen Errungenschaften aus dieser U19 Heim-EM. Sie haben dort ein super Turnier gespielt, sind jetzt in der Liga richtig am Aufkommen. Was sehen Sie für Ihre eigene Zukunft? Werden Sie noch lange hier zu Basel bleiben? Ja, ich werde mal schauen, was noch so kommt. Und ich glaube, im Moment kann ich noch nichts sagen, wo mein Weg angeht. Aber ich bin eigentlich offen für alles und schaue einfach, wie es kommt alles. Was denken Sie, wie es in der Saison aussieht? Ich meine, heute hätte der Punkt können brauchen. Jetzt sind ihr zweitletzt, gerade noch über Yverdon. Denken Sie, könnt ihr da das Ganze noch kehren und haben noch Hoffnung auf einen zweiten Platz vielleicht? Ich glaube, wir sind extrem oft nah dran an den 3 Punkten und haben es dann jedes Mal eigentlich noch verloren in den letzten Minuten. Oder halt einfach blöd noch verloren. Und ich glaube schon, dass wir eigentlich schon das Potenzial im Team haben, um diese Match zu gewinnen. Und jetzt müssen wir einfach anfangen, die Punkte zu sammeln, dass wir uns nicht nach hinten orientieren müssen, sondern nach vorne wieder. Wie lange geht es, bis Sie neben Geraldine Reutler und Ali Schalemann auch im A-Nationalteam stürmen?
Also dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen. Das ist halt nicht meine Entscheidung und ich muss halt einfach immer mein Bestes geben und dann schauen, was noch kommt. Danke vielmals. Herr Moritz, heute das 2-3 gegen Zürich, das fühlt sich sehr bitter an. Sie sind grösstenteils fast das bessere Team gewesen, oder? Ja, vielen Dank. So habe ich es auch gesehen. Wir hatten am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt in der Zuordnung. Das haben wir, je länger, je mehr haben wir das im Griff bekommen, vor allem im Mittelfeld. Sind 0-2 im Rückstand gewesen. Wir können nochmal ausgleichen auf 2-2 mit einer sehr guten, kompakten Leistung. Schlussendlich haben sie dann noch das dritte Goal gemacht und wir haben dann nicht mehr richtig reagieren. Es ist halt durch den Zwischenfall sind wir ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ohne diese Standardsituationen wäre Zürich wahrscheinlich ein bisschen schwitzen gekommen. Wieso hat es bei diesen Standardsituationen, Tiara Buser spricht es an, man weiss, dass Caroline AB grösser ist als ihre Spielerin und das kann, wieso haben sie dort nicht können doppeln? Ich muss mal, dass wir noch genau anschauen, was da genau passiert ist. Schlussendlich sind Standardsituationen gehören auch zum Fußball und Zürich hat das jetzt gut gemacht und durch das haben sie halt jetzt die 3 Punkte. Ich habe jetzt sie am Anfang von der Saison gesehen, jetzt nach einer Runde. Ihr Team wird jeden Match besser. Das ist wahrscheinlich das Ziel, das sie hatten. Aber trotzdem auf der Tabelle wird jetzt das Rückholspiel gegen GC sehr entscheidend, weil das wird bestimmen, bleiben sie unter den letzten 4 oder können sie aufschließen zu den ersten 4? Wie sehen Sie die Saison zwischen Bilanz? Das freut mich natürlich, wenn man von außen erkennt, dass die Mannschaft immer wie besser wird. Das freut mich sehr stark. Also ich sehe das eben auch genau so. Wir sind von Woche zu Woche, von Tag zu Tag immer sehr gut trainieren. Die Resultate fehlen noch, das ist allen bekannt. Und wir sind jetzt hinten. Wir müssen uns jetzt dort rauskämpfen. Und das nächste Spiel ist sehr wichtig, dass wir hier zu Punkten kommen. Wenn man gegen Zürich aber so kann spielen kann, kann man in dieser Liga glaube ich, wahrscheinlich jeden schlagen. Sehen Sie das gleich? Ja, es fährt immer wieder von null an und der Gegner ist immer wieder etwas anders. Jetzt haben wir hier gegen Zürich wollen packen. Wir sind noch dran gewesen, sie haben gewackelt. Es hat leider nicht ganz geklappt und jetzt es fährt halt immer wieder von vorne an. Aber das ist spannend, der Fußball. Danke vielmals.